Ja, meine Damen und Herren, viele kennen mich ja eh schon bereits aus meinen doch zahlreichen Videos, die ja in Wahrheit völlig harmlos sind für das, was ich seit 1996 in Österreich erleben muss. Aber ich versuche nun in 5 Minuten diese Causa Lannecker so zusammenzufassen. Beginnen wir mit dem Jahr 1986, als Tschernobyl passierte. 1996 ist Tschernobyl passiert und wie auch immer gab es dann doch eine Haltbarmilch im Gerngross am Franz-Josef-Platz. Und an einem Sonntag, als ich dort 2 Liter Haltbarmilch vor Milch kaufte, zusammen mit meiner ersten Frau, ging ich nach Hause, trinke einen Liter, weil mir das schmeckt, da kalte Milch, zack, super, gut, mir gefällt das, gell. Schreit meine Frau aus dem Zimmer, Walter, das kann nicht sein, ich glaube, schau mal nach, das Ablaufdatum stimmt da mit dieser Bericht da überein. Und stand doch klar drinnen, diese Milch ist über die 7000-fache Grenzwert hinaus belastet und ist aber schon aus dem Handel gezogen worden. Naja, das freut mich sehr. Ich habe festgestellt, im Gerngross stehen noch hunderte Liter. Ich bin dann sofort hingegangen zum Gerngross, wie auch immer. Wir haben das dann angezeigt. Ich bin zur Kripo in die Boltzmanngasse hinaufgegangen. Dort hat man sogar im Ministerium für Gesundheit angerufen. Damals zuständig die Frau Maria Rauch-Kallert. Ich habe versucht, ihr Schadenersatz zu bekommen, weil ich meine, wenn man einen Liter Milch trinkt, die 7000-fach über der gesetzlichen Grenze liegt, also wenn man da keinen Schadenersatz kriegt, dann weiß ich nicht, was in Österreich noch los ist, abgesehen von den gesundheitlichen Schäden, die man vielleicht dadurch erhalten hat. Wir gehen dann gleich weiter. 1996, 10 Jahre später. Ich habe mir mit Fleiß und viel Arbeit und wirklich mit viel Lehrgeld meinen Beruf erarbeitet als Restaurator für historische Denkmäler und Objekte. Und natürlich auch für die Stadt Wien, für den Bund und für die Erzdiözese Wien. Aber wir bleiben jetzt im Bundeswesen. Eines Tages habe ich die Universität Wien restauriert, habe die Fassade restauriert, habe eine Schlussrechnung gestellt, sagt doch dieser Chef von der Baudirektion Wien zu mir, Sie, Ihre Rechnungssumme stimmt nicht mit der Angebotssumme überein, worauf ich Ihnen erkläre, ja, es hat ja 5 Positionen, die ja erhebliche Kostenanteile ausgemacht haben, wurden nicht durchgeführt. Die haben wir natürlich in Abzug gebracht, worauf er dann lachend meint, na, das stellen Sie auch in Rechnung. So, als Jungunternehmer, mein Gott, da klatscht man in die Hände, hallo. Ja, das bedeutet, ich kriege jetzt für eine Arbeit, die ich nie gemacht habe, 80.000, ne? Das ist ja nichts. Das ist ja Pappenstiel, wenn es um hunderte Millionen im Budget geht. Ja, ich mache dann 5, 6 Aufträge, das heißt, die haben wir dann als junger Mensch schnell im Kopf zusammengerechnet, hallo, ich verdiene jetzt 1/2 Million für Arbeiten, die ich nicht mache. Das ist ja herrlich. Habe diesen Mann gefragt, was tue ich aber, wenn ich jetzt eine Prüfung habe? Meint er lachend, der Bund prüft sich nicht selber. Ja, das stimmt. Da haben Sie vollkommen recht in Österreich. Das scheint auch im Jahr 2016 so zu sein. Ja, jetzt gehen wir weiter. 96, Bundesbauskandal, Rechnungshof, Berichte 96, 97 und plötzlich werde ich bedroht. Ja, immerhin geht es ja um tausende Kleinfirmen, die so sich sehr viel Geld auf Zeitenkraft haben. Und zwar liebe Steuerzahler in Österreich und liebe Österreicherinnen und Österreicher und vor allem Kinder in Österreich. Das ist Ihr Geld, Ihr Steuergeld, gell? Und auf das habe ich verzichtet. Ich habe es angezeigt, weil das in meinen Augen untragbarer Missstand ist, weil man ja davon ausgehen muss, das mache ja nicht nur ich, das macht dann ja jeder, der für diese Bundesbauten arbeitet. Sofern er eben in seinem Leistungsverzeichnis die Hälfte nicht durchführt und trotzdem dieselbe Summe in Rechnung stellen darf, muss, kann, wie man das auch immer nennen mag. Ja, meine Damen und Herren, seither wurde ich bedroht aufs Schlimmste. Das wird ganz einfach abgestritten. Ist mir schon klar, nicht? Welcher Minister gibt denn zu, dass man jetzt in ein Fettnäpfchen hineingestochen hat, gell? Und dass dann einige Ministerköpfe natürlich rollen müssen.
Ich weiß ja gar nicht, was diese ganzen Untersuchungen des Rechnungshofes dann eigentlich bewirkt haben oder dieser Bericht. Denn dann müsste ja eigentlich über 10 Jahre lang die Staatsanwaltschaft nur noch mit dem Bundesbautenwesen beschäftigt worden sein, mit sämtlichen Firmen, und dann nenne ich nur eine Firma Wimmer. Der letzte Vergabeverstoß in meiner Person war 2006, Stiftkaserne, die Instandsetzung aller Stuckaturen und Stuckarbeiten und so weiter. Das Angebot wurde öffentlich ausgeschrieben, nur zum Beispiel, wie der Österreicher versteht, wie sowas läuft hier. Es wurde öffentlich ausgeschrieben, mehrere Firmen werden eingeladen auch, nicht? Wenn man gut arbeitet, kriegt man auch Einladung, man muss es nicht machen, aber wenn man nicht mitmacht, kriegt man keine Einladung mehr. Also zumindest gibt man ein Angebot ab. Und wenn man jetzt den Auftrag nicht will, erhöht man das Angebot bis ins geht nicht mehr. Ja, dann. Auf jeden Fall biete ich an mit 175.000 nach Leistungsverzeichnis. Der Innungsmeister für Stuckature in Wien hat hier das beste Angebot damals gelegt mit 170.000. Und dann war eben diese berühmte Firma Wimmer mit 275.000 Euro oder irgend sowas, gell? Also dieselben Kalkulationspapiere, also fast das Doppelte, gell? Möglich, dass die Firma Wimmer mit goldenen Spachteln arbeitet, ja, oder goldenes Klopapier braucht in der Pause? Ich weiß es nicht. Aber irgendwie muss sich ja der Preis kalkuliert haben, nicht, Herr Wimmer? Wie ich jetzt erfahren habe, arbeiten Sie offensichtlich seit langem schon so in diese Richtung, gell, für das Bundesbautenwesen. Na, aber passt schon, wenn man so Minister kennt und so. Ja, Faktum ist, hey, mich ruft der Innungsmeister an, sagt: Walter, wir können das zusammen machen. Und ja, habe mich eigentlich schon sehr darauf gefreut. Also 175.000 Euro war das Leistungsvolumen und wir hätten dann die zur Hälfte die Arbeiten durchgeführt. Plötzlich kommt nach 4 Wochen ein neues Schreiben von der Heeresbauverwaltung, und zwar wird die Ausschreibung hiermit als nichtig erklärt, was ja schon eigentlich gesetzeswidrig ist. Und die Begründung war: Naja, statt dem Marmormehl können wir auch anderes Steinmehl nehmen. Oder Sand. Na, ist interessant, nicht? Weil maximal macht ja 20% des Material aus und 80% sind Lohn- und Lohnnebenkosten. Ja? Oder Baustelleneinrichtungskosten, aber Materialkosten an sich machen nur 20% in etwa von einem Auftragsvolumen aus. Ja, interessant war dann plötzlich bei der Abgabe des zweiten Angebotes, welches ich dann zusammen mit dem Innungsmeister ja gelegt habe. Und wir haben den Preis im Prinzip gar nicht verändert, weil wir schon am untersten Limit gefahren sind. Und ob man jetzt Marmormehl genommen hat oder Sand oder anderes Steinmehl, das ist nicht mehr relevant gewesen bei den 175.000, die wir veranschlagt haben. Aber interessant ist, plötzlich kommt die Firma Wimmer und bietet dann mit 170.000. Abgesehen davon, dass ja hier irgendjemand irgendwem was geflüstert haben muss, ist es rein rechtlich gar nicht möglich, oder? Dass jemand, der in einem Angebot für die gleiche Leistungsverzeichnis und so weiter mit 275.000 Euro reingeht, nur nachdem man ändert eine Sache, nämlich Material, und hier nur den einen Punkt, statt eben Marmormehl können wir andere Steinmehle oder eben Sand verwenden, kommt die Firma Wimmer von 270.000 auf plötzlich 170.000. Ja, möglicherweise haben die Goldstaub verwendet. Ich weiß es nicht. Wurde bis heute nie geahndet. Der Innungsmeister hat auch gesagt, wir machen keine Klage, obwohl sie natürlich berechtigt ist. Aber so müssen Sie verstehen, liebe Damen und Herren. Die Restaurierung habe ich mir als Standbein geschaffen für meine Kunst und für alle anderen Berufe, die ich gelernt habe, um mich da selbst zu finanzieren. Und ich glaube nicht, dass mir in Österreich irgendjemand, aber irgendjemand, wirklich Parole bieten kann, in der Vielfältigkeit und in der professionellen Ausübung mehrerer Berufe. Es mag sein, es gibt sicher die Besten von da und da.
da zähle ich mich nicht dazu, weil das mache ich nicht. Aber da, wo ich etwas mache, da gehöre ich zu den Besten. Und ich wäre heute wirklich zigfacher Millionär, wenn ich dieses korrumpierte Bundesbautenverbrecherwesen stillschweigend akzeptiert hätte. Was jetzt seit 1996 wirklich an meiner Person und vor allem auch an meiner Frau hier stattfand, das ist Terrorismus mit Nazi-Methoden von Amts wegen. Sämtliche Minister, und vor allem, das geht ja seit meiner Anzeige gegen den Minister für die alle Polizisten, Oberwichtigtour da in Österreich, gell, Sie kennen ihn alle, Ihren Vorgesetzten, Ernst Strasser, der große Drei-Säulen-Heine. Ja? Diese ganze neue Strukturierung der österreichischen Polizei. Das war ja der größte Wahnsinn schlechthin. Wir haben ja alle dann verfolgt, was da rauskam. Horngacher und seine Prätorianergarde in der Wirtschaftspolizei. Von der Kripo wollen wir gar nicht reden. Und so viel dazu, gell? Also ich wurde schon im Zuge von einer Hausdurchsuchung mitgenommen von einem Kripo-Beamten und als Kollege ausgegeben und durfte dann eine Hausdurchsuchung machen. Das war sicher nicht legal. Nicht? Und ich habe auch gesagt zu den Beamten, ich glaube nicht, dass das die Wohnung ist, wo meine Sachen verschwunden sind, weil ich habe beobachtet, dass das woanders ist. Und die meinen einfach, ja, wir müssen da auch nachschauen. Also in Wahrheit habe ich dann erfahren, sie haben irgendeinen Türken gesucht und deswegen haben sie halt in der Wohnung nachschauen wollen und ich hätte sollen alle Kasteln aufmachen, was ich gar nicht gemacht habe, weil ich habe eine grüne Tonne gesucht, wo meine Sachen drin sind und einen Aktenkoffer. Aber egal, und habe ich mir gesagt, das ist nicht in dieser Wohnung. So geschehen ca. 1987, 88 herum. Also Faktum ist, meine Damen und Herren, die Causa Lanecker ist deshalb die schlimmste Causa, die in Österreich seit der Zweiten Republik, seit man ausgerufen hat, die Zweite Republik, gell? Es ist die schlimmste Causa, weil es sich hier konkret um Weisungen durch Minister und Ministerien an alle untergeordneten Stellen. Ich habe jetzt gerade telefoniert, auch mit der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt. Die Frau Hauser, Frau Haider ist die Chefin dort. Ja, mit der habe ich doch seit zig Jahren schon Gespräche geführt, als ja die Polizei von Neunkirchen solchen Terror praktiziert hat. Faktum ist, der Fall Lanecker und die Causa Lanecker muss international nun raus. Denn sonst werde ich so oder so beweisen, wie Milliarden im Laufe von 15 Jahren wirklich auf schlimmste Art und Weise dem Steuerzahler gestohlen wurden, nur um Amtsverbrechen zu vertuschen. Und wir reden jetzt auch von Ministern, die hier involviert sind, ganz konkret. Sie können gerne in meinen Internetveröffentlichungen schauen. Und hiermit sage ich Ihnen noch etwas, werte Justiz, werte Staatsanwälte. Sie wissen ganz genau, es ist absolut unzulässig, hier aus dem Zusammenhang irgendwelche Sätze und Formulierungen aus dem Zusammenhang herauszunehmen, ja, und dann einzeln irgendwo vor Gericht als irgendeinen Vorwurf hinzustellen. Der kausale Zusammenhang ist hier wichtig und meine Veröffentlichungen geschehen seit 1996, seit 2006 in einem sozusagen Web-Tagebuch. Und hier haben Sie nicht einfach einen Satz herauszupicken, weil ich schreibe, dieser Herr Polizist mit Namen sowieso ist ein Nazi-Kopf, der eben Nazi-Methoden verwendet und hochkriminell in seinem Amt ist. Da brauchen Sie nicht einfach irgendwas rauspicken, denn ich schreibe eh dazu, warum ich das behaupte. Und wenn es sein muss, auch, dass wir das Foto und welches Beweismaterial wir dazu haben. Das wird alles von Ihnen negiert, werte Staatsanwälte. Jetzt ist die Frau Haider auf Urlaub, habe ich gehört, so wie, glaube ich, auch noch 8 andere. Jetzt sind alle Staatsanwälte auf Urlaub, die in der Causa Lanecker verwickelt waren. Es ist mir klar, die sind nicht auf Urlaub. Hier wird jetzt hinten herum alles gedreht, denn sonst wäre ich nicht vor 2 oder ja, am 25. war das ist jetzt 4 Tage her,
konkret ja attackiert worden. Und zwar nicht, weil ich irgendwen angehe, sondern ich rufe hier einfach eine Rettung für jemanden, der eine Rettung braucht. Und wer von der Polizei attackiert, aber das ist ja pausenlos das Gleiche. Mittlerweile ist ja nicht nur die Polizei Wien für diese Schweinerei verantwortlich, sondern infolge eben durch diese Weisungen. Und hören Sie auf, hier irgendwelchen Scheiß zu reden. Ja? Meine Damen und Herren, ich sage es Ihnen, wie es ist. Wenn von Amts wegen verduscht wird, arbeiten Behörden sowas von zusammen. Das würde man sich wünschen, wenn es gegen so Verbrecher wie Grasser und sonst was geht. Gell? Der Herr Ernst Strasser hat konkret noch einmal vor Gericht gestellt zu werden, wegen der konkreten Täuschung über Tatsachen, wegen der konkreten falschen Aussage gegenüber der Volksanwaltschaft, trotz mehrfacher Urgenzen. Und die Volksanwaltschaft Ewald Stadler hat offensichtlich auch die Finger mit im Spiel, denn die hätte ja die Aufgabe gehabt, nach den Beweisen hier auch entsprechend vorzugehen. Bis heute nicht geschehen. Und so hin ist der Totschlagversuch an meiner Frau vor meiner Galerie in Wien bis heute nicht aufgeklärt worden. Dazu gibt es aber schriftliche Akten, gell? Herr Nemetz in der Staatsvolksanwaltschaft, Sie haben ja selbst auch einen unterschrieben. Herr Magister Kamel, Ihre Drohungen, mein Name soll ein halbes Jahr nicht auftauchen, als wisst ihr, Sie verlassen das Land und sonst noch welche Scherze. Also, Sie sind ein bisschen krank alle zusammen, Ihr werten Abgehobenen. Sie schädigen hier mit dieser rot-schwarzen Verbrecherregierung das österreichische Volk seit Jahren. Und ich behaupte hiermit, in 10 Jahren haben wir jetzt eine Summe von 1 Milliarde erreicht. Und wir sind noch gar nicht drinnen, die großen Skandale wie Buwok, wie Hypo, wie, und da gibt es noch zig, zig viele andere. Konsum, wir wissen das alles, das liegt noch weit zurück, aber alle diese Dinge haben ja mit diesem korrumpierten Bundeswahn zu tun. Die einzige Lösung, um hier politisch auszusteigen, wäre, dass man diese Bundeszentralverwaltungen abschafft. Denn das sind nichts anderes als Zwischenhändler, die eigentlich für das, dass sie das Geld auch noch falsch verteilen, honorigste Gehälter beziehen und eigentlich nichts anderes sind als Zwischenhändler. Also, liebe Steuerzahler in einer Gemeinde, wieso brauchen Sie das nach Wien abführen? Jede Gemeinde hat ihr eigenes Budget. Und ich denke, ein Bürgermeister, wenn er ein guter Manager ist, wird er ja Bürgermeister, oder? Man nimmt ja nicht einen, der schön ist oder einen, der vielleicht der politischen Gesinnung von irgendwem entspricht, sondern man muss die Fähigkeiten einer Person in ein Amt wählen und nicht den Rüssel der Person, nicht wahr? Warum die Medien in Österreich bis heute zu feig waren, die Causa Lanek als Schlagzeile zu bringen, ist ja ganz klar. Weil was für ein Aufsehen wäre das, wenn da drinnen steht, dass jetzt mindestens 8 Minister vor Gericht stehen, wegen grober und schwerer Verletzung ihrer Amtsgewalt. Amtsmissbrauch serienweise, infolge noch Weisungen zu erteilen, auch an die Justiz, dass in keinem Fall irgendetwas von diesen Beweisen jemals auf den Tisch kommt. Ja. Wir halten fest, wir haben auch 2013 so einen Fall, mein Handy wird gestohlen im Zuge einer Aktion, die Polizei schnappt da die Sackerl-Sachen meiner Frau, bringt das irgendwo hin und dann waren sie weg. Wahnsinnig witzig, da drinnen waren Beweismaterial über einen Verbrecher, Hai und Immobilienhai und Makler namens Nemling. Gut merken, Nemling, wo ich in Neunkirchen seit 2012 eigentlich ein Geschäft habe, eine Werkstatt habe und eine Wohnung habe, in der andere wohnen. Aber noch viel schlimmer, wissen Sie, was das ist? Das sind nicht die Verbrecher. Viel schlimmer ist es, wenn in Österreich die Justizgewalt versagt. Sprich, auch wenn es gegen Polizisten geht und eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft erfolgt, wird die Glaubwürdigkeit der Anzeiger hintangestellt und es wird prinzipiell so getan, als hätte die Polizei immer recht und die Polizei würde niemals irgendwas Kriminelles oder Falsches tun. Ist gelogen, ist absolute Scheiße, das nenne ich eben Hitlerstaat Österreich, denn ich habe hier genügend Beweise schon öffentlich gemacht, dass eben sehr wohl Polizisten geradezu
Nazi-Methoden verwenden, um Opfer zum Schweigen zu bringen. Warum das dann von deren Vorgesetzten? Ich sage ja nur eines, gell, Frau Mikl-Leitner, Sie sind ja in einer Zeitung 2012 konkret erwähnt worden. Sie kamen ja nach Neunkirchen, um Ihren Busenfreund, den Osterbauer Bürgermeister, zu schützen, der sich ja quasi bei Ihnen plötzlich ausweint, weil ich ihn anzeige wegen schweren Amtsmissbrauch. Ja? Weil er jetzt von der ÖVP war, haben Sie ihm geholfen oder weil das politisch wichtig war, damit Sie nicht ins Gefängnis marschieren, Frau Mikl-Leitner? Und Herr Erwin Bröll, Sie als Landeshauptmann von Niederösterreich haben davon Kenntnis. Ihre Sekretärin, glaube Ecker hat sie geheißen oder so ähnlich, mit der habe ich sehr oft telefoniert, wenn ich mich nicht täusche, ist die eh früher bei Magna gewesen, gell? Als Sekretärin vom Stronach. Egal. Meine Damen und Herren in Österreich und liebe Kinder in Österreich, im Moment schaut es konkret so aus, nachdem ja die Presse jetzt mit neuen 35 Millionen neu gefördert wird ab 2017, bis dato waren es nur 8,5 Millionen, die Presse in Österreich gefördert wird. Jetzt haben wir 35, ist ja toll. Ne? Warum News, Profil, Standard, Falter und einfach keine Schlagzeile mit der Causa Lanecker gegen Strasser, gegen die ganze Verbrecherministerriege von Wien bringen, ist mir schon klar. Nur umgekehrt denken Sie jetzt, werte Journalisten, auch, wir haben noch nicht, Gott sei Dank, einen Zustand wie der Erdogan in der Türkei gerade praktiziert. Alle Journalisten, die gegen ihn sind, gleich verhaften. Aber wir haben das Ganze hier in Österreich. Denn ich zeige hier nicht an, weil es mir Spaß macht und weil mir langweilig ist, sondern weil ich hier Schaden erleide. Und jetzt zum Abschluss, und jetzt haben wir doch mehr als 5 Minuten, aber es ist einfach wichtig. Seit einem Jahr kämpfe ich darum, dass das Haus, das meiner Mutter gestohlen wurde, nachdem der Vater gestorben ist, konkret hat es nie einen Verkauf gegeben. Der wurde erst nach dem Tod meines Vaters so inszeniert, weil die Mutter selber an schwerer Demenz leidet und eigentlich das Ganze gar so nicht mitgekriegt hat. Ich gehe zum Gericht in Kufstein und habe dann 2 Monate später eine Anzeige am Tisch zu einer Befragung. Ich werde beschuldigt, Urkundenunterdrückung, dauerhafte Sachentziehung. Sag ich, wer behauptet denn das? Na, Ihre Mutter hat eine Anzeige gemacht. Sag ich, das möchte ich sehen. Dann zeigt mir diese Frau Dehl von der Kripo hier in Wien oder Niederösterreich, die diese Einvernahme dann durchgeführt hat. Vor ihren Augen rufe ich die Mutter an und frage die Mutter, ob sie eigentlich weiß, was da Geschichte und Ding, weil ich überzeugt war, dass die Mutter keine Ahnung hat, denn dieses Protokoll war nicht einmal unterschrieben. Ja? Ich habe gefragt, wie komme ich dazu, dass ich jetzt zu etwas, das Sie da zusammenschreiben, das kann ja jeder schreiben, im Namen von Herrn beim Bundespräsident Fischer und sonst noch was, aber das gehört ja unterschrieben, bitte, oder? Nein, das war nicht unterschrieben, das hat sie so von der Polizei Wörgl bekommen, habe ich gesagt, im Grunde genommen ist für mich die Einvernahme jetzt beendet, gell? Dann besorgen Sie sich jetzt einen amtlichen Stempel von der Person, die mich anzeigt und sonst ist das alles wieder eine gedrückte Scheiße. Es geht ja noch weiter. Dann gehe ich noch zum Gericht und erkläre dort ganz konkret, warum dieser Hausverkauf illegal war und dass es eben Beweise gibt, weil die Polizei Wörgl hat am 9.5. trotz meiner mehrfachen Aufforderung, sofort ins Haus zu gehen, diese Verbrecher Eibel rauszuholen. Eine Nichte von meinem Vater, verheiratet mit einem Eibel, die mir da drohen und die Mutter festgehalten haben im Haus mit illegalen Vollmachten. Ich fahre von Wien nach Wörgl zum Spaß oder was? Also passt auf, ihr kleinen Hosenscheißer, ihr abgehobene Scheißelite von Österreich. Da stehe ich, seit 20 Jahren haben wir Krieg, oder? Ich stehe aber noch immer und die Rechtsminister wechseln sich ab wie Unterhosen, falls sie sie überhaupt wechseln. Es ist eine Zumutung. Und ich behaupte hiermit öffentlich und weltweit und international, sie tun nicht nur Wahlen manipulieren und das seit 40 Jahren. Und sie wissen ganz genau, dass ich recht habe. Weil das System ist in sich falsch. Auch die Wahlsysteme. Ja. Man hat ja hier politische Systeme und Finanzstrukturen geschaffen, die nur noch einem elitären, abgehobenen Verwaltungsapparat dienen. Aber denen, von denen die Leistung kommt und ins Geld kommt, denen bleibt hier nichts mehr. Und jemand, der die Pappen aufmacht, so wie ich,
den fährt man mit allen dreckigen Nazi-Methoden drüber, gell? Und dann propagiert man einen demokratischen Staat, einen Rechtsstaat. Herrschaften, ich glaube, viele Staatsanwälte können nicht mehr sinnerfassend lesen und schreiben. Was ich gestern im Krankenhaus erlebt habe, ist ja sowieso schon Horror. Selbst wenn man denen sagt, am 25. wurde ich am Bahnhof in Neudorf vom Polizisten attackiert. Einen Tag später werde ich von einem Nazi attackiert, wirklich von hinten zu Boden gerissen. Aber wirklich, der Typ hat vor lauter Psycho-Scheiße Kräfte entwickelt, wo ich mir gedacht habe, leck mich am Arsch, und konnte eigentlich nur noch mit letzter Kraft das abwehren. Als ich ihn dann doch überwältigen konnte, habe ich ihm gesagt, er soll jetzt ja Ruhe geben, und ich lasse ihm da los, und geht er noch einmal von hinten auf mich los und will mir da auf den Kopf schlagen mit voller Wucht und hat dann Ast und sonst noch was in der Hand. Vorzeugen. Auf jeden Fall, gestern im Krankenhaus, sage ich genau so, was schreiben die hinein? Völlig sinnverkehrten Scheißdreck. Ist das jetzt, weil in dieser Abteilung der Thomas Krestel, der Sohn vom Herrn Altpräsident Thomas Krestel, arbeitet? Ich kann mich gut erinnern, meine Frau ist zu dem Zeitpunkt, wo der Herr Thomas Krestel, den ich ja auch persönlich als Präsidenten angegriffen habe, wir reden ja über Bundesverbrechen, die man seit 1996 zwar im Rechnungshofbericht erwähnt, aber so wirklich aufgerollt hat denn die Justiz nie, gell? Weil ich sich immer noch die ganzen tausend Firmen, die sich da bereichert haben, heute Millionen eingesackt für Arbeiten, die nie stattgefunden haben. Und da bin ich sicher, da gehört die Firma Wimmer auch dazu. Also, sollten wir in Österreich nicht langsam imstande sein, ein korrumpiertes Behörden- und Verwaltungswesen endlich vor eine Justiz zu bringen, die auch anerkennt, dass sehr wohl Minister Verbrecher sind? Die Powok-Affäre, ja. Herr Einetter, ich bin echt entsetzt, weil Sie sind für mich zwar ein Anwalt, aber Sie sind sicher kein Österreicher. Weil als Österreicher vertrete ich keinen Karl-Heinz Grasser, wenn es darum geht, eben Verbrechen aufzudecken, die das ganze Volk Österreichs geschädigt haben. Im Prinzip Sie auch, Herr Einetter. Aber vielleicht ist das einfach auch diese Beziehungskiste, gell? Diese ganzen Verbindungen, die man als Minister hat und Ding, die nützen einen als Anwalt auch, ja? Also ein Freundelsauhaufen, der vorgibt hier Recht und Ordnung und Moral, und in Wahrheit seid ihr da oben genau die, die sofort in Wahrheit echt eliminiert gehören. Ich bin mir sogar sicher, wenn es nach mir ginge, ja, ich würde keine Gefängnisse bauen. Ich würde euch mitten im Atlantik auf einer Insel aussetzen. Da könnt ihr euch gegenseitig dann wichtig machen. Und irgendeiner wird halt den anderen fressen wahrscheinlich, in seiner Angst und Panik und Not. Aber so sollte man umgehen mit diesen Verbrechern. So, und jetzt haben wir Minute 28. Ja, wie gesagt, ich kann hier nur noch öffentlich an alle internationalen Medien einen Aufruf machen, bevor ich wirklich sterbe, weil eine Verbrecherpolizei in Österreich alles tut, damit meine Person hier permanent sogar von irgendwelchen Dreckstritten geschädigt und attackiert wird, weil man hier von der Staatsanwaltschaft schon seit 15 Jahren nur Lügen auftischt. Mich hat man ja der Freiheit beraubt mit der Ansage Fluchtgefahr. Und die Fluchtgefahr war was? Das Krankenhaus Baden ruft mich an, ich soll um 8 Uhr nachts Zigaretten bringen, weil sonst macht meine Frau alle Patienten verrückt und ich muss jetzt unbedingt kommen. Ich bin ins Krankenhaus Baden gefahren, habe Zigaretten hingebracht und eine halbe Stunde später tauchen zwei Polizisten aus Baden auf, drei Handys, ja, und sagen, nein, Annika, Sie müssen zu einer Einvernahme kommen. Sie telefonieren so gerne anscheinend. Ich habe gesagt, ja, ist kein Problem, komme ich zu einer Einvernahme. Und das nächste ist, jetzt kriege ich auch wieder sowas zugestellt, gell? Es ist einfach unglaublich. Man legt mir hier nur solche Scheißzettel vor die Tür und sagt dann, einen Ladungsbescheid soll ich abholen. Ich hole hier überhaupt nichts mehr ab, Scheiße. Ihr dreckigen, arschkriechenden, schweinenden Nazi-Polizisten, ihr schaut, dass ihr jetzt echt aus Österreich verschwindet, und zwar schnell. Weil jetzt mache ich euch den Prozess. Und alles, was seit Strasser und in Wien gegen meine Person aufgefahren worden ist, ich schwör's euch, im Notfall, sobald in Österreich der
Ausnahmezustand ausgerufen wird, gilt hier kein Gesetz mehr, der Herrschaften. Und wenn es sein muss, hiss ich die russische Fahne auf der Hofburg und lasse wirklich ein anderes Militär hier ein und werde mit diesem Militär einen korrumpierten, dreckigen Bundesverbrecherapparat stürzen müssen. Denn Sie, meine Damen und Herren, da oben in der Regierung, schädigen durch Ihre dreckigen Verbrechen das österreichische Volk täglich. Und da brauchen wir nicht mehr diskutieren. Sie haben hier konkret versagt. Und seit 15 Jahren ist die Causa Lanica mit Beweisen im Internet und Sie haben alles vertuscht. Sie haben alles verdreht. Moment. Sie haben alles verdreht. Jetzt mache ich einmal Schluss. Ich ersuche hiermit auch die internationalen Medien immer weiter beobachten. Es wird jetzt bröseln und wahrscheinlich bald brennen. Denn ich kenne solche Strukturen. Und solche Schweine, ja, die scheuen nicht vor irgendeinem Mittel zurück. Sie würden Kinder umbringen, nur damit sie selbst nicht ins Gefängnis kommen, solche Minister. Haben Sie mir jetzt verstanden in Österreich? Und wenn es einen Verfassungsschutz gibt, ja, wissen Sie, Sie reden immer von der ISIS, die größere Gefahr. Wissen Sie, was das ist? Das sind durch synthetische Scheißdrogen krankgemachte Kinder. Und die werden wir bald auf der Straße haben und alle laufen amok, gell? Oder ihr Saufstaat, dieses ganze österreichische Saufgetue. Wir sind ja schon genetisch verseucht, Herrschaften. Also lassen wir mal dieses Schönreden und dieses man kann nichts tun. Und das ist halt so, entweder will ich was verbessern, dann kann ich nicht sagen, da kann ich nichts tun. Das würde sich ja widersprechen, gell? Also meine Damen und Herren, wir haben heute den 29.07.2016. Ich spreche hier aus der Nähe von Wien. My dear ladies and gentlemen, I am Walter Lanecker speaking about the concrete Nazi state of Austria, the involved ministries over 20 years now, ministers for justice, ministers for inner affairs, minister for economy, minister for social, Minister for Family, all these ministries are involved in biggest crime against all the citizens in Austria and my person. You know me very well. I am a famous artist. And in real, what I want to report is about my artworks and everything else. And now, goodbye to all my fans in internet. Just a little greet from my dragon and I show you why I will rule the fucking Austria Nazi state. Wissen Sie, liebe Österreicher, zeigen Sie mir doch irgendwelche Minister, die mehr können als ich. Ja, zeigen Sie sie mir und ich werde sehr schnell ganz still sein. Aber es wird in Österreich keinen geben und deswegen wird jetzt ein Drache so daherkommen. Und aus der Luft werden wir dann diese ganzen Korrumpierten gleich in die Höhe nehmen. Also einem Opfer das Recht zu verweigern, ja, sich gegen korrumpierte Justizbehörden zu wenden, das ist ja nicht nur verfassungsrechtlich ein Widerspruch, es ist gegen die Menschenrechtscharta, die Österreich unterzeichnet hat. Und hier werde ich Sie klagen, werte Minister, seit 2002, aber in Wahrheit, wir gehen zurück bis 1996, Maria Rauch-Kallert. Ich weiß nicht, ob Sie Geld gekriegt haben vom Gerngross, damit der Fall Lanecker unter den Tisch gekehrt wird. Die Raiffeisenbank verletzt das Bankgeheimnis auf gröbste Art und Weise. Die Stadt Wien ruft mich an, Sie haben einen Problemfall, Sie zahlen Penale, Herr Lanecker, Sie sind zweiter im Angebot, bitte kommen Sie und schauen Sie sich an. In 5 Minuten habe ich das Problem gelöst. Meine Damen und Herren, es ist möglich, etwas ins Bessere zu verändern, aber nicht mit dem österreichischen Ansager, ach, das ist schon immer so gewesen und da kann man nichts machen. Mit dieser Art von Politik, meine Damen und Herren, schädigen Sie sich selbst und alle Ihre Kinder und die Kinder, die noch gar nicht auf der Welt sind. Und hiermit noch einmal mein Appell. My dear ladies and gentlemen from international media,
Please support now my cause. It will come to the highest crime of ministers now, and I am now in real judging this Nazi state. And to find word for those what these people have done to my person or my wife or to others, it's not possible to find really words. It's like Holocaust. And this is paid by tax money, and this is made by ministers. There is no excuse for it. If the world is running this way still, get sure, there will no be any future in real. You will demolish the basic of what you need to live. Thank you very much. Danke, meine Damen und Herren. Also, liebe Medien Österreich, noch einmal ganz kurz, ORF, haben wir noch irgendwo einen Funken Verstand? Haben wir noch einen Funken Anstand? Und haben wir überhaupt noch einen Funken gesetzlicher Verpflichtung, weil sie kassieren? Ganz konkret, öffentliche Gelder und Förderungen, um öffentliches Interesse zu berichten. Und jetzt fordere ich Sie echt zum letzten Mal auf, Herr Wrabetz, auch wenn Sie bald weg sind, berichten Sie nun über die Causa Lanegger und wie die Causa Lanegger im Zusammenhang mit Milliardenverbrechen am Volk durch eine Bundesverbrecherbehörde funktioniert hat. Dass der Herr Lanegger das aufzeigt, das ist eine Sache. Mich deswegen zu attackieren, das ist Nazitum. Alles klar, soweit? Und werte Polizei Dreiskirchen, wenn Sie jetzt nicht bald diese von mir angezeigten Leute einsperren, machen Sie sich jeden Tag für jede neue Tat strafbar, denn Sie sind bereits angezeigt worden und öffentlich hingestellt als Lügner und Verbrecher, die Sie sind. Punkt. Ihre Behauptungen sind absolut gelogen. Und das kann man beweisen und das werde ich beweisen. Und teilweise wurde es schon bewiesen. Und das ist ja der Grund, warum hier in den Ministerien und bei Ministern so der Kopf raucht. Und wenn Sie den Namen Lanegger hören, dann kriegen Sie plötzlich die Panik. Na, ich bin ein friedvoller Mensch. Aber eines, meine Damen und Herren, eines gehört hier gemacht. Die Tatsache, dass man Unrecht auch ordentlich untersucht, eine Straftat objektiv ermittelt und nicht so einseitig wie die liebe Staatsanwaltschaft Wien und Niederösterreich und vielleicht jetzt auch Innsbruck. Gell, Frau Herting? Wenn ich nicht 7 Seiten schreibe, hätten Sie alles eingestellt, meine Mutter wäre des Hauses beraubt. Dann beschuldigen Sie mich, ich habe 100.000 Euro gestohlen, wo ich zum Gericht rein und sage, das ganze Geld sofort zurückgeben. Das Haus wird nicht verkauft. Und ich kenne Russen, die kaufen das Haus von meinem Vater um 350.000. Was will er so ein Bramböck-Scheißverbrecher mit seinen 200.000 Euro? Okay, bitte seid jetzt echt nicht deppert und seid echt ein bisschen normal. Ich möchte gar nicht verlangen, dass Sie eigentlich das tun, was Sie vom Gesetz tun müssen. Aber seien Sie nicht böse, wenn man Ihnen jetzt echt auf die Zehen steigen wird, für das, was Sie bis heute nicht getan haben. Und nun ein letztes Wort noch an diesen Verbrecheranwalt Zuland. Dieser Mann fragt mich jeden Tag, was ist Neues passiert? Und seit 10 Jahren schweigt dieses dreckige Verbrecher-Rechtsanwaltsschwein in Wien. Über alle Verbrechen ist selbst Zeuge. Und wenn er dann von der Polizei attackiert wird, auch verbal, zuckt er zusammen, der Herr Rechtsanwalt. Ich meine, liebe Justiz in Baden, Frau Teufel-Gosta, Sie haben ja diesen komischen Anwalt ja auch zugeschanzt, oder Toyoka. Gutachter bestellen, das ist ja die nächste Sache. Nicht? Ich werde sogar beweisen, wie die Republik Österreich sich bereichert, indem sie ältere Leute besachwalten lassen, aber nicht durch die Familie, sondern eigentlich durch Gestalten oder durch Institutionen wie Vereine, so speziell, gell? Sachwalterschaftsverein, Theresa Brunner, dass sie noch frei herumlaufen, das ist ja echte Nazi-Willkür. Sie gehören ja wirklich als eine oberste Nazi-Kacke eingesperrt, ewig, auf Lebenszeit.
Und jeder Psychiater und jeder Sachverständige, der für ein Gericht als Psychiater arbeitet und einem Kurrenten unterstellt Wahnvorstellungen, worauf man dann einen Gutachter fragt, wie kommt er darauf? Hat er sich irgendeinen Akt angeschaut? Hat er sich Videos angeschaut? Nein, er hat sich noch nichts angeschaut. Wie kann ein Gutachter etwas abgeben und sich nichts anschauen? Herr Hartl, Gutachter für Bauwesen, wir gehen zurück ins Jahr 2004. Bezirksgericht Döbling, Frau Saskia Sperl, Richterin in diesem Fall, Diplom-Ingenieur Jamanek als Kläger gegen meine Frau. Ein Sachverständiger Hartl taucht auf und jetzt sage ich Ihnen was. Ja. Ich habe das schon angezeigt, Sie haben es bis heute nicht noch einmal aufgerollt und endlich die Frau Lanecker entschädigt. Fakt ist, Herr Hartl, Sie kommen rein mit einem Feuchtigkeitsmessgerät und ich bin 30 Jahre aus dem Gewerbe, ich verstehe mehr von der Scheiße wie Sie. Sie kommen rein mit einem Feuchtigkeitsmesser, fahren da mit einer Wand, sagen, das hat 80% und wir heizen und lüften falsch. Meine Ermittlungen haben jetzt ergeben, und das habe ich sogar eine Aussage bekommen von einer Partei, die das selbst gemacht hat, so blöd das klingt, gell? Über mir hat jemand gewohnt aus Syrien und Khalid Beckett, Khalid hat er geheißen, und gibt zu, dass er seinen Duscheschlauch in den Kamin, der daneben neben der Dusche hinunterging, hineingesteckt hat und das Wasser wochenlang rinnen hat lassen. Dass die Wohnung darunter und die Wände natürlich feucht waren, das ist klar. Aber auch das hätten Sie können im Zuge von gewissen Untersuchungen feststellen. Weil wenn es unten schon eine Mauertrockenlegung gab und einen Schnitt quasi durch die ganze Wand, die danach drüber als 80% feucht gemessen wurde, seien Sie mir nicht böse. Da muss ich als Sachverständiger überlegen, das gibt's nicht. Wenn von unten die Feuchtigkeit nicht aufsteigt, dann muss die Feuchtigkeit von oben kommen. Und damit haben wir jetzt den Fall Lanecker noch einmal wieder gemacht. Und er wird so lange hier in Österreich wahrscheinlich nicht behandelt werden, weil diese Republik zu feig ist, eben ihre Verbrecherminister ordentlich vor Gericht zu stellen. Mich interessiert jetzt nur, ob ein Minister, der strafrechtlich verurteilt wurde, auch seine Pension verliert oder kriegt er seine Pension auch der Herr Strasser. Und da fordere ich Sie jetzt echt zum letzten Mal auf. Verhaften Sie Ernst Strasser, ehemaliger Ex-Innenminister der Republik Österreich, zuständig für alle Polizeiangelegenheiten in Wien, in den Jahren 2002 bis 2005, wo er dann geflüchtet ist. Konkrete Amtswillkür, Verduschung von Totschlagsversuchen der Polizei über die Volksanwaltschaft, mehrfach geprüft, Volksanwaltschaft involviert und droht dann dem Opfer, es soll den Mund halten. Werte Damen und Herren, wir sind kein Nazistaat mehr. Das gilt für Sie, Herr Brandstätter, auch wenn Sie in der BUWOG-Affäre oder bei Maischberg oder sonst wo aussagen müssen. Und das gilt auch für alle anderen Minister der Justiz, Maria Berger. Und nach der Maria Berger sind sie ja gekommen wie die Unterhosen. Bandion Ordner fährt mit dem Auto auf der Busspur, weil sie glaubt, sie muss als Ministerin schneller im Justizministerium sein. Nicht? Nein, wir haben ja absurde Vorgänge und Vorgangsweisen durch hochrangige Minister, dass man schlecht wird. Es ist hochkriminell, was in Österreichs bundesverschissenen Wesen abgeht. Und ich kann das ganze Bundeswesen nur als ein Bundesverbrecherwesen aufzeigen, das heute noch das ganze Bundesbudget durch eine wahre kriminelle Aktion, die man dem Volk antut, hier herbeiführt. Nämlich Dinge in Rechnung stellen, die kein Mensch gemacht hat, Geld ausgeben für Dinge, die kein Mensch braucht, nur damit das Budget im nächsten Jahr gleich hoch oder höher ist. Diese Art von Politik ist schädigend. Gell? Ja, wenn Sie glauben, Sie können gewinnen, muss ich Sie enttäuschen, liebe Republik Österreich, Sie haben schon verloren. Wenn es so weitergeht, wird sich eine Prophezeiung und eine Vision, die ich hatte, als wahr erweisen. Österreich ist die internationale Drehscheibe für alle Terroristen und was auch immer diplomatischen Verbrechen. Und es wird 2017 so weit kommen, dass von irgendwo aus dem Himmel eine Atombombe mitten auf Wien saust, um eben diese Drehscheibe endgültig stillzulegen.
Aber die Wahrheit ist, wir können so eh nicht gewinnen. Es muss in jedem Einzelnen von uns einfach so viel Mut da sein, sich auch emotional gegen Unrecht zu wehren. Und wenn jemand kommt und sagt, halt die Pappen, dann sagst du ihm einfach, willst du da nicht drauf haben. Nicht mehr diese Einschüchterungsmethoden aus Kaiserszeiten. Ja? Nicht höher schauen als die Knie vom Kaiser. Gell? Ja, also, wenn ihr Würmer und Kriecher seid, dann schreibt euch auf wie Sklave. Ja? Dann weiß ich das. Um Gottes Willen, mit euch möchte ich nichts zu tun haben. Ich habe nur Respekt vor Menschen, die den Mut haben, auch Unrecht aufzuzeigen. Und vor allem, wenn man in Österreich in irgendeinem Öffi sitzt und sieht, wie da irgendwer überfallen wird, ich sage es Ihnen so, wie es ist, 90% der Österreicher trauen sich nicht, die Pappen aufmachen. Es sind wirklich, lustigerweise, sogenannte Ausländer, die da eingreifen. Und das zeigt schon den Charakter eines österreichischen Staatsbürgers, oder? Und jetzt noch einmal ganz genau, schauen Sie mir gut in die Augen, liebe Justizminister und Rinnen und andere Minister und Innen. Es gibt ja kein Zurück. Außer Lanek ist das schlimmste Verbrechen seit der Zweiten Republik, denn sie haben eines gemacht. Anstatt den Vorteil meiner Person zu genießen, und ich hätte viel für dieses Land getan, ich werde jetzt wahrscheinlich nach Russland auswandern und aus Gründen von politischen Asyl ansuchen, und seien Sie versichert, Verbrechen gegen mich, wenn Sie sie bei der Justiz nicht entsprechend arbeiten und Schadenersatz leisten, ich glaube, dann habe ich das Recht, eine andere Justiz zu bitten, mir zu helfen gegen solche Nazi-Methoden. Guten Tag, liebes Österreich. Und liebe Österreicher, keine Angst, gell? Ich bin weit davon entfernt. Gewaltmenschen sind Verbrecherbehörden, ja? Die Verbrechen vertuschen. Und die begehen auch die Verbrechen. Und nicht nur mit der Vertuschung eines Verbrechens, die begehen sie auch selbst. Danke, auf Wiederhören.